Wünsche. Also in dem Fall hat die Deutsche Bahn einen Kunden weniger und die User Experience ist nicht wirklich positiv. Wenn aber die User Experience positiv ist, bringe ich das natürlich, verbreite ich diese positive Erfahrung, erzähle das meinen Freunden oder sage im Internet, hey, das hat super funktioniert, ich konnte meine Tickets da super buchen und vielleicht auch noch zu einem Sparpreis. Ebenso hat sich das Nutzungsverhalten der User grundlegend verändert. Also wir nutzen das Internet heutzutage immer und überall. Jeder hat ein Smartphone, ein Tablet, wir sind immer erreichbar und das muss natürlich auch im Webdesign berücksichtigt werden. Inhalte müssen immer abrufbar sein, Inhalte müssen schnell abrufbar sein und die wichtigsten Informationen müssen immer auf einem Punkt dargestellt sein. Und da kommen wir auch zum letzten Punkt. Da nimmt nämlich die Konzeption eine gewisse Rolle ein, da man kann nicht mehr die Inhalte, die man zum Beispiel in seiner Broschüre genutzt hat, einfach auf seine Internetseite packen. In dem Fall müssen Inhalte mobil angepasst werden, sodass der User, wie eben gesagt, wirklich die Inhalte, die er braucht, sofort mit seinem Handy abrufen kann und nicht erst 3, 4, 5 Mal scrollen muss, bis er wirklich das findet, was er in dem Fall wirklich sucht. Daraus geben sich einige Punkte, die gutes Webdesign ausmachen und wichtig sind. Also man kann sagen, gutes Webdesign besteht aus semantischem Code. Es wird schnell geladen, es ist ästhetisch, es ist auf verschiedenen Bildschirmauflösungen gut sichtbar und gut bedienbar. Und zu guter Letzt hat es auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Um diese Kriterien aber zu erfüllen, gibt es 4 Punkte, die ineinandergreifen und eine Webseite gut machen. Zuerst die Inhalte. Die Inhalte sind in dem Fall der Grund, warum der Benutzer überhaupt auf die Internetseite geht. Sie sollten das Unternehmen natürlich präsentieren, aber auch natürlich das Produkt, was vermarktet werden soll, und die Philosophie. Ebenso sollten Sie auch den Erwartungen des Users entsprechend, wie eben gesagt, also dass er wirklich das findet, was er sucht. Das Design ist in dem Fall dafür zuständig, dass diese Inhalte visuell übersichtlich dargestellt sind und es entfaltet eine emotionale Wirkung bei dem Besucher. Die Technik in dem Fall ist dafür da, dass Inhalte und Design gut sichtbar, wie eben schon gesagt, auf allen Endgeräten angesehen werden können, ohne Probleme und Komplikationen. Und diese 3 Punkte haben sozusagen als Dach die Konzeption. Die Konzeption ist dafür da, festzuhalten, was wollen wir überhaupt erreichen mit der Webseite, wer soll erreicht werden und wie soll sie umgesetzt werden. Genau. Und ich gehe jetzt noch mehr auf den Punkt Design ein und gebe einen kurzen Einblick in verschiedene Gestaltungsgrundlagen. Zuerst Punkt Einfachheit. Einfachheit ist ein gutes Kennzeichen für das Kennzeichen für eine gut gestaltete Webseite. Man kann sagen, eine einfache und schlichte Webseite hat auch gleich ein benutzerfreundliches Design. Denn auf so einer Seite hat jedes Element seine eigene Bedeutung, sodass die wichtigen Informationen, die der User sucht, direkt im Fokus sind und er nicht von unwichtigen Elementen abgelenkt wird. Diese Einfachheit erreicht man in dem Fall durch klare visuelle Hierarchien, die eine gewisse Einheit bilden. Als Fazit kann man sagen, wenn aber in einem Design wirklich Elemente Aufmerksamkeit erregen und man wirklich nur gewisse Elemente hervorhebt, ist in diesem Fall schlussendlich nichts wirklich betont, weil durch die Erregung von allen Elementen ja eigentlich alles betont ist. Also man erzielt sozusagen den Gegeneffekt und man hat nicht wirklich die gewünschte Einfachheit in dem Fall erreicht. Hier habe ich jetzt ein Beispiel einer Seite und zwar einer sehr einfachen und schlicht gestalteten Webseite. Also man sieht, ich habe jetzt mit Rot wirklich die Elemente dieser Seite nur markiert. Man hat oben die Navigation in der Mitte, man hat das Logo und die Social Media Buttons und die Suche. Also man sieht, die Seite kommt mit wenigen Elementen aus, ist trotzdem wirkungsvoll
und der Benutzer, der die Seite besucht, wird nicht abgelenkt. Also er sieht sofort unter dem Header-Bereich den Content und weiß sofort, okay, ich möchte mir gerne die Termine anschauen oder Artikel lesen. Er wird nicht von störenden Elementen irgendwie auch nur abgelenkt. Genau. Als nächstes der Weißraum. Also als tägliche Arbeit in einer Digitalagentur kann ich sagen, Kunden hassen eigentlich Weißraum. Also man hört immer, bitte machen Sie den Abstand noch kleiner, weniger Abstand, die Elemente nochmal aneinander. Aber irgendwie wissen Sie nicht wirklich, eigentlich ist der Weißraum wirklich sinnvoll und nützlich. Und das wollte ich euch jetzt erklären. Also erstmal, was ist überhaupt der Weißraum? Der Weißraum, also jedes Design enthält eigentlich Weißraum, weil alle Elemente eines Designs umfasst der Weißraum. Er gliedert diese Elemente, er strukturiert sie und er gibt eine gewisse Harmonie. Also wie schon da, er schafft einen Abstand zwischen den Elementen. Ebenso hat der Weißraum auch den Nutzen, eine visuelle Hierarchie herzustellen und sozusagen auch wieder Struktur in ein Design zu geben. Zum Beispiel kann man mit Weißraum den Fokus auf ein gewisses Element im Design legen, zum Beispiel die Headline oder den Teaser einer Seite. Dadurch rückt dieses Element im Vordergrund und der Besucher, der die Seite besucht, kriegt sofort den Fokus auf dieses Element und der Blick wird eigentlich direkt auf das Element geleitet und das ist im Fokus des Users. Also er wird nicht wieder abgelenkt von anderen Elementen. Da habe ich jetzt auch ein Beispiel von der Seite medium.com. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere die Seite kennt. Das ist halt ein Blogdienst, wo man verschiedene Artikel lesen kann und speichern kann. Wie man sieht, auf den ersten Blick schon, die Seite hat viel Weißraum. Also in der Mitte sind die Artikel untereinander. Man hat links und rechts viel Platz. Es ist alles sehr luftig, harmonisch, leicht. Also man kann die Artikel wirklich gut lesen. Ich habe jetzt bei diesem Beispiel mal den Weißraum weggenommen, um zu sehen, wie das dann aussieht. Und dann sieht das Ganze so aus. Also der Weißraum um die Artikel verschwindet, zwischen den Artikeln ist kein Weißraum mehr da und das Ganze wirkt erdrückend und man kann die Artikel nicht mehr wirklich lesen. Man weiß auch nicht mehr, wo ist jetzt, wann kommt der nächste Artikel und dadurch ist die Harmonie auch verloren gegangen. Also wie man an dem Beispiel sieht, hat Weißraum einen Sinn und er ist nicht nur überschüssiger Platz im Design. Und also nächstes Mal können Sie dem Kunden sagen, okay, der Weißraum hat einen Sinn. Er ist wirklich dafür da, die Lesbarkeit zu unterstützen und das Layout ausgeglichen und harmonisch wirken zu lassen. Ja. Also ich finde dein negatives Beispiel ehrlich gesagt ansprechender. Ja. Ich kann nämlich ein bisschen schlecht gucken und bin zu alt für eine Brille und bei dem anderen. Okay, natürlich in dem Fall jetzt von Weitem sieht das jetzt ganz anders aus, aber wenn man sich wirklich auf seinem Bildschirm anguckt, wenn man jetzt auf seinem Laptop 13 Zoll das anguckt und wirklich der ganze Bildschirm ausgefüllt ist, dann nimmt man nicht wirklich die wichtigen Informationen wahr, sondern wird praktisch von den Inhalten sozusagen erdrückt, weil halt der Weißraum links und rechts neben den Artikeln fehlt und man jetzt auch nicht wirklich sieht, wo fängt der nächste Artikel an. Also vielleicht ist die Wahrheit irgendwo zwischen den beiden Beispielen. Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Designs ist das Raster. Das Gestaltungsraster im Design ist dafür da, Elemente zu strukturieren und im Raster auszurichten und zu gliedern. Es hilft nicht nur dem Designer, sondern nachher auch dem Programmierer, der die Seite umsetzt, die Elemente richtig zu platzieren. Und natürlich gibt es auch später dem User, der die Seite besucht, ein gewisses Gefühl von Orientierung und auch Wiedererkennung, da er sofort weiß, okay, zum Beispiel auf einer Seite ist der Kontaktbutton immer oben rechts platziert, im Raster. Und so weiß der User, okay, wenn ich auf eine andere Seite gehe, ist der Kontaktbutton trotzdem immer noch oben, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht schreiben will.
Hier habe ich jetzt auch noch ein weiteres Beispiel. Das ist jetzt auch eine Internetseite, die hat jetzt ein klassisches Raster. Man sieht eigentlich schon auf dem ersten Blick, dass da etwas hinterlegt und eine gewisse Struktur da ist. Man sieht unterhalb des Headers, dass die einzelnen Blöcke alle gleich ausgerichtet sind und bündig zueinander sind. So ein klassisches Raster kann aber durch die starke Bündigkeit schnell auch für den Benutzer uninteressant und langweilig wirken. Also jetzt im nächsten Screenshot sieht man, ich habe da jetzt, wie gesagt, das Raster mal drüber gelegt. Also man sieht wirklich, die Blöcke sind alle in den dreispaltig angeordnet und untereinander, zueinander bündig. Wie gesagt, dadurch entsteht so eine gewisse Ordnung, die aber natürlich auch nichts Interessantes hat. Als nächstes habe ich ein weiteres Beispiel rausgesucht. Dieses Beispiel ist im Gegensatz zum ersteren ganz anders. Es hat zwar auch ein Raster hinterlegt, also die Seite ist nicht einfach wild drauf losgestaltet, es liegt auch ein Raster hinter dieser Seite, aber im oberen Bereich des Headers sind die Elemente nicht im Raster platziert, sondern wirklich außerhalb des Rasters platziert, wodurch so eine gewisse, also das Raster wird praktisch aufgebrochen. Dadurch entsteht eine gewisse Spannung und es wirkt interessanter wie der erste, wie das erste Beispiel. Jetzt habe ich ein bisschen dran gezoomt. Unterhalb des Headers, wo die verschieden platzierten Elemente sind, sieht man aber, dass die weiteren Elemente, die Neuigkeiten in dem Fall, die jetzt wieder im Raster platziert sind. Also man sieht ganz klar, vier Spalten nebeneinander sind die Elemente platziert. So sieht man es nochmal besser. Und dadurch hat es aber trotzdem eine Ausgeglichenheit, weil im Gegensatz zum oberen Bereich die unteren im Raster platziert sind. Und so entsteht auch ein gewisser Kontrast. Also da ist dieses Layout wirklich interessanter als die erste Variante, weil man da sozusagen einen gewissen Rhythmus und ein Gleichgewicht hat, da sich die Kontraste sozusagen, Kontraste entstehen zwischen dem Header, wo die Elemente wirklich überlappend platziert sind und aus dem Raster heraus und zum unteren Bereich, wo man wirklich die vier Spalten mit den Newsartikeln hat. Dann auch ein Punkt, den man wirklich nicht vergessen sollte, sind die Farben. Also, was wäre die Welt ohne Farben? Also, sie wäre sehr trist und kahl. Und so ist es halt auch im Design. Also, Farben, nicht nur im Webdesign, geben dem Ganzen eine gewisse Atmosphäre und Bedeutung. Also, man kann mit Farben Emotionen ausdrücken, man kann wirklich Dinge auch hervorheben. Ebenso können Farben auch gewisse Assoziationen hervorrufen, zum Beispiel in Verbindung mit Unternehmen oder Marken. Also Magenta zum Beispiel verbindet man sofort mit Telekom und Rot natürlich sofort mit Coca-Cola. Wichtig ist bei der Verwendung von Farben im Design, dass man sich wirklich auf wenige Farben reduzieren sollte. Also man sollte jetzt nicht den ganzen Regenbogen verwenden, das sehr schnell übersichtlich wirken kann und auch unüberschaubar und wirklich man... Das Ganze wirkt unordentlich, also in Bezug auf die Verwendung von Farben sollte man eher die Devise nutzen, weniger ist mehr und sich wirklich auf 2 bis 3 Farben beschränken. Jetzt habe ich 2 Farbschemen ausgesucht, die nützlich sind bei der Erstellung von Farbkombinationen für seine Webseite. Einmal da das komplementäre Farbschema, vielleicht kennt das der ein oder andere noch aus dem Kunstunterricht. Also rechts sieht man auch den Farbkreis und das komplementäre Farbschema nutzt halt diesen Farbkreis. Und in dem Fall habe ich jetzt einmal 2 Farben ausgewählt, Orange und Blau. Und das komplementäre Farbschema zeichnet sich dadurch aus, dass es immer 2 Farben verwendet, die sich in diesem Farbkreis gegenüberliegen. Also man sieht Oranges gegenüber von Blau. Dadurch entsteht ein hoher Kontrast zwischen diesen 2 Farben und man erzielt wirklich eine markante Wirkung, wenn man das dann in einem Design wirklich nutzt. Als nächstes dann
das Beispiel, so könnte das Ganze dann aussehen, also wenn man jetzt Orange und Blau nimmt und diese beiden jetzt für das Design einer Internetseite nutzen will, hat man dann sozusagen hier jetzt fünf Farben, man hat Orange und Blau und von beiden Farben Abstufung. Und wie sind so ein Beispiel aussehen könnte, wenn man mit dieser Seite, mit diesen Farben jetzt eine Internetseite machen will, könnte dann so aussehen. Also die Seite nutzt jetzt dieses komplementäre Farbschema und wir haben Orange, man sieht oben die Navigation ist so orange gehalten, einzelne Contentblöcke in Blau und das Ganze hat wirklich einen hohen Kontrast, wie man sieht, und es wirkt einfach interessant und auch markant, also, und es wirkt nicht aufdringlich, also da auch, weil auch, trotz dessen, dass diese Farben so einen hohen Kontrast haben und eine starke Wirkung, wirken sie halt trotzdem für sich beide alleine. Im Gegensatz dazu hat man dann noch das monochrome Farbschema. Das monochrome Farbschema enthält im Gegensatz zum vorherigen Farbschema nur eine Grundfarbe, also es kommt wirklich nur mit einer Farbe aus. In dem Fall habe ich jetzt nur Orange gewählt. Aber man nimmt diese Farbe und generiert daraus eine beliebige Menge Abstufungen. Abstufungen sind einfach nur, man nimmt die Farbe, in dem Fall Orange, und nimmt zum Beispiel immer weniger Sättigung raus und erzielt dadurch neue Farbwerte. Oder man nimmt immer mehr Helligkeit hinzu und generiert dadurch auch neue Farbwerte. Wie das Ganze dann aussehen kann in einer Farbkombination, kann dann so sein. Also wir haben oben unsere Grundfarbe Orange und darunter haben wir eine weitere Zeile von Farbtönen, Helligkeit und darunter Sättigung. Natürlich sind das jetzt sehr viele Farbtöne. Man sollte sich dann für zwei oder drei entscheiden, also zwei dunkle und ein helles, also für Auszeichnung oder sonstiges, aber ich wollte das jetzt einmal nur symbolisieren. Also man hat da wirklich die Abstufung in der Dunkelheit, also es wird immer dunkler, man kriegt schon fast einen Braunton und darunter wird es immer heller und es geht ins Cremige. Wie dann so ein Beispiel aussehen kann für eine Webseite ganz in Orange, ist dann, die Fanta-Seite habe ich jetzt ausgesucht. Also da wären wir wieder beim Thema mit der Verbindung von Farben, also Fanta verbindet man direkt mit Orange, da ist halt auch die Internetseite von Fanta in Orange gehalten. Und man sieht, dass da verschiedene Orangetöne eingesetzt werden. Also der Hintergrund hat zum Beispiel einen anderen Orangeton als der Teaser, das Bild. Und unten sieht man noch Buttons in der gelben Farbe. Also man sieht, auch wenn man nur eine Farbe verwendet, ist es trotzdem nicht langweilig. Also es wirkt trotzdem aufregend und man hat trotzdem entstehen gewisse Kontraste zwischen Hintergrund, Vordergrund und Buttons, die man trotzdem noch hervorheben kann. Wenn man jetzt so ein eigenes Farbschema erstellen will für seine Webseite, kann man, wie gerade erklärt, dies selbst tun, indem man wirklich sich den Farbkreis nimmt und überlegt, okay, ich möchte gerne ein Farbschema erstellen mit Grün und Lila. Dann nimmt man Grün und Lila und kann daraus dann in der Helligkeit und in der Sättigung verschiedene Nuancen der Farbe hinzudefinieren und sich so seine eigene Farbpalette erstellen, die man dann nutzen kann. Ebenso kann man aber auch Bilder als Inspirationsquelle nehmen und diese als Vorlage nutzen und daraus seine Farbpalette generieren. Zum Beispiel kann man ein Herbstbild nehmen und daraus dann einige Töne nehmen und sich sozusagen dann eine warme Farbpalette mit Herbsttönen generieren. Natürlich hat das Internet aber auch Tools zur Verfügung, die einem diese Arbeit wirklich abnehmen und man auf die Hilfestellung bekommt. Habe ich jetzt einmal drei Beispiele rausgesucht. Einmal den Color Scheme Designer, das ist links in dem Screenshot ein Tool und das kann man kostenlos im Internet aufrufen und man hat dann dort eine Farbpalette und kann da dann wirklich einfach, man sagt jetzt, okay, ich möchte eine orange Website und in Orange klicken und dieses Tool übernimmt auch das, was wir eben gerade selbst gemacht haben. Also man sieht oben diese zwei Kreise, die ausgewählt sind, die weißen, wo man selbst auswählen kann, ob man ein komplementäres Farbschema nutzen will,
oder ein monochromes Farbschema und dann generiert das Tool direkt daneben die Farbtöne in verschiedenen Nuancen, Helligkeit, Sättigung abgestuft. Dann gibt es noch ein Tool, das ist Adobe Color CC und das hieß früher Kula, vielleicht kommt es einem unter dem Namen Kula bekannt vor. Es ist ähnlich wie Color Scheme Designer, dort hat man auch die Möglichkeit aus vorgefertigten Designs Farben auszuwählen. Also man kann zum Beispiel dort Weihnachten eingeben und da haben Leute schon Paletten zusammengestellt, die weihnachtlich sind, zum Beispiel mit Grün, Weiß, Rottönen. Und zu guter Letzt noch Google Material Design. Google hat auch eine sehr umfangreiche Farbpalette durch Material Design, wo man sich auch kostenlos online bedienen kann und einzelne Farben herausnehmen kann und für seine Internetseite nutzen kann. Der letzte Punkt, Typografie, nicht zu vergessen. Da habe ich ein Zitat, Webdesign ist zu 95% Typografie. Das hat ein Oliver Reichenstein schon etwas hergesagt, das war glaube ich 2001, aber ich finde persönlich, das Zitat ist immer noch sehr von großer Bedeutung, da Inhalte neben dem Design natürlich irgendwie das Wichtigste in einer Internetseite sind. Als Faustregel im Webdesign kann man sagen, dass man nie mehr als zwei Schriftarten verwenden sollte in seinem Design, da es sonst übersichtlich und verwirrend für den User wird. Ebenso kann man sich an der typografischen Hierarchie bedienen, um eine gewisse Struktur in seine Texte zu bringen und dadurch eine visuelle Hierarchie herzustellen. Diese visuelle Hierarchie erreicht man am besten, indem man Schriftstärke, Größe und Farbe kombiniert und dadurch diese Struktur generiert. Das Ganze kann dann so aussehen. Das ist jetzt einmal ein Teaser für einen Blogartikel, also einfach in dem Fall ist der Text wirklich unformatiert. Wenn der jetzt so auf der Internetseite wäre, wüsste der User jetzt nicht wirklich, was ist die Überschrift, was ist der Text. Natürlich, irgendwann würde er es merken, aber es wäre viel zu lange und er würde die Seite längst schon wieder verlassen. Daher kann man die visuelle Hierarchie anwenden und dann kann das Ganze so aussehen. Also man sieht, jetzt ist es wirklich strukturiert. Wir haben die Überschrift. Die Überschrift ist deutlich größer als der Fließtext. Also man sieht sofort, okay, das ist die Überschrift. Ebenso grenzt sie sich nochmal vom Fließtext ab, da sie in einer anderen Schriftart gesetzt ist, wodurch auch ein gewisser Kontrast entsteht. Und dazwischen haben wir noch eine andere Farbe angewendet und die Schriftgröße verkleinert, da die Zusatzinfo, in dem Fall das Veröffentlichungsdatum des Artikels, nicht so wichtig ist wie zum Beispiel die Überschrift. Daher ist es weniger wichtig in der Hierarchie. Die Schriftgröße des Fließtextes im Design sollte immer also 14 bis 16 Pixel groß sein. Das ist natürlich in Zeiten von Responsive Design eher ein Richtwert. Das ist kein fester Wert, an dem man nicht halten soll. Aber es ist ein angedachter Richtwert, den man nutzen sollte. Die Hauptüberschriften dann im Design, die H1, sollten immer 180 bis 200% dieses Fließtextes ausmachen und dann immer weiter runtergehend die sekundären Überschriften H2, dann zum Beispiel nur 130 bis 150% des Fließtextes und das dann immer so weiter bis H6, die H6 dann wirklich fast in der gleichen Größe wie der Fließtext ist. Dann der Zeilenabstand. Der Zeilenabstand ist grundlegend wichtig für die Lesbarkeit eines Textes auf einer Internetseite. Nicht nur im Print ist dieser grundlegend wichtig, auch im Webdesign. Er macht aus, dass ein Text wirklich lesbar ist und gut, einen guten Lesefluss hat. Hier sieht man zum Beispiel, dieser Fließtext, man sieht es schon, ist deutlich zu groß. Dadurch ist durch die großen Lücken zwischen dem Text ist der Lesefluss gestört und der User springt schnell ab, der am Ende der ersten Zeile schwer die nächste Zeile findet und so weiter lesen kann, weil durch die großen Lücken
der Übergang wirklich erschwert ist für das Auge. Als nächstes sieht man ganz klar, so ist der Zeilenabstand viel zu klein. Die Zeilen sind wirklich gequetscht, der Überblick geht verloren und der User, wenn er diesen Text liest, weiß irgendwann gar nicht mehr, an welcher Stelle er ist, da er sehr schnell verrutschen kann und in den Zeilen springen kann. So sieht man schon zu den ersten beiden Beispielen, sollte dann der Fließtext eher aussehen. Also man sieht ganz klar, der Text ist wirklich lesbar, man springt nicht mit dem Auge und man hat wirklich einen guten Grauwert zwischen den einzelnen Zeilen. Also der Zeilenabstand kann man auch als Richtwert sagen, sollte immer 30-40% der Schriftgröße ausmachen. Das wären in dem Fall 1,5 em. Natürlich ist es kein fester Richtwert, da es nicht variieren kann von Schriftart zu Schriftart. Es gibt Schriftarten mit großen Buchstaben, wodurch natürlich der Zeilenabstand auch größer werden soll. Aber das ist ein Wert, an dem man sich wirklich halten kann, da man zu 90% wirklich eine akzeptable Lesbarkeit damit erreicht. Ich mache ein bisschen schneller. Die Zeilenlänge greift zusammen mit dem Zeilenabstand, also ist neben dem Zeilenabstand auch wichtig für die Lesbarkeit eines Textes. Wenn die Zeilenlänge zu lang ist, wird der User beim Lesen des Textes schnell müde und er verliert die Aufmerksamkeit und er weiß auch nicht mehr, an welcher Stelle er ist, weil die Zeilen einfach deutlich zu lang sind. Genau, hier sieht man jetzt das andere Beispiel, wenn die Zeilen zu kurz sind, ist das ebenso störend für den Lesefluss, da das Auge gewöhnt ist, eine gewisse Anzahl von Wörtern in einer Zeile zu haben und dadurch verwirrt ist, da man in dem Fall nur drei Zeilen hat. Das ist viel zu anstrengend für das Auge, da es wirklich immer umspringen muss. Das Gegenteil dazu wäre, wie gerade eben schon erläutert, wenn die Zeilenlänge zu lang ist. In dem Fall ist sie deutlich zu lang und es ist ermüdend und man hört wirklich auf, bei der Hälfte des Textes weiterzulesen, weil man wirklich sich konzentrieren muss dabei, weil die viel zu langen Zeilen das Lesen sehr schwer machen. Und so könnte da wirklich ein Text aussehen mit einer guten Zeilenlänge. Also man kann auch, hier ist es wieder ein vorgeschlagener Richtwert, das ist kein fester Wert, dass 70-90 Anschläge in einer Zeile ein guter Richtwert sind. Also Anschläge sind die Wörter mit Leerzeichen in einer kompletten Zeile. Da kann man sagen, dass 70-90 ein guter Richtwert ist, an dem man sich halten sollte. Natürlich variiert das hier auch wieder je nach Schriftart, nach Zeilenabstand, auch nach Schriftgröße. Aber diese 70-90 haben sich, man kann, wie gesagt, also sind auf jeden Fall ein guter Wert im Zusammenhang mit dem Zeilenabstand, der das Ganze gut lesbar macht für den Benutzer. Zugeteilt habe ich zum Thema Typografie auch noch zwei Hilfsmittel. Einmal gibt es da die Seite typegenius.com. Diese Seite kann man auch kostenlos im Internet einfach aufrufen und kann dort aus einer Liste von Schriften eine beliebige aussuchen. Es sind kostenpflichtige Schriften in dieser Liste, aber auch Google Fonts, wo ich auch noch gleich darauf eingehe. Und man kann dann zum Beispiel Open Sans zum Beispiel nehmen, klickt drauf und die Seite gibt einem dann verschiedene Beispiele, wie man mit welcher Schrift man Open Sans nutzen kann. Also man sieht da gleich schon auf dem Screenshot, man hat oben die Überschrift, dort eine Schriftart und darunter eine Schriftart für den Fließtext. Und es gibt auch Beispiele von Internetseiten, wo genau diese Schriftkombinationen verwendet wurden. Und zu guter Letzt noch genau die Google Fonts, die ich gerade schon angesprochen hatte, für die, die es noch nicht kennen. Das ist
ein Service von Google, wo man Webfonts kostenlos runterladen kann und auch ganz einfach über einen Code-Schnipsel in seine Seite einbinden kann und diese nutzen kann. Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen am Ende zu schnell, aber das war's. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.